bewundert. Wer ist mehrfach Weltmeister geworden? Jawohl, Toni Mann! Neuen, denn Deutschland hat auch einen Motorrad-Weltmeister in dieser Zeit. Wer ist das? Jörg Teuschert! Ja! Ja, da haben Sie sich ein bisschen übertroffen, oder? Es war von einem Überraschungsgast die Rede und ich habe ja am Anfang schon angekündigt, er wird sich nicht lumpen lassen, es wird ein Weltmeister sein. Jetzt stehen hier gleich drei. Das ist ja der Wahnsinn. Wie haben Sie das geschafft, hier alle herzukommen? So, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit den Ältesten an. Wer ist das? Freiwillig? Mit dem ältesten Weltmeister. Ich begrüße Sie herzlich. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Auf dem neuen Sachsenring, der wirklich gelungen ist, und ich bin sicher, mit diesem Kurs, da können Sie, oder können wir alle in Zukunft den deutschen Grand Prix hier in Hohenstein-Ernstthal zusammen feiern. Also wirkliche und ehrliche Überzeugung, dass hier mit dieser Anlage für die kommenden Jahre die Basis geschaffen wurde, zusammen mit Ihnen, mit euch allen als Fans und mit dieser Begeisterung, wie ihr immer dabei wart, dass wir den deutschen Grand Prix hier fest zementieren für weiß Gott wie viele Jahre. Jetzt würde mich auf der Tribüne gesessen und hat das nochmal wiedergegeben, wie das war damals mit dem Wiederbrauch. Ja, ich kann da nur sagen, das war mein Meister, mein Lehrmeister. Ich bin das erste Mal mit ihm oder für ihn, wie man es auch immer sieht. Ich war bei ihm Mechaniker nach Hohenstein gekommen und der Wahnsinnige hat damals auch noch gewonnen. Wir haben damals eine so kleine Stoppuhr gehabt. Das war Racing vom Feinsten. Eine Stoppuhr. Menge Gegner, aber er war schneller. Ich habe da immer gestoppt, aber ich dachte, ah, das könnte hinausgehen. 7 Runden, 2 Zehntel ist er schneller, das geht hinaus. Und es hat geklappt und es war ein Erlebnis für mich, was ich nie wieder vergessen werde. In Hohenstein-Ernsthal. Das war für mich, wie gesagt, mit ihm, mit euch ein Erlebnis. Das hat mich immer begleitet. Dankeschön. Ich denke, wer mit uns zusammen letztes Jahr die Supersport-Weltmeisterschaft verfolgt hat und im vorletzten Rennen war das, als Kellner und Teuchert sich gegenseitig rausgeschossen haben, blieb uns allen das Herz stehen. Und er hat vor zu mir gesagt, das war nur Taktik, wir wollten spannend machen. Stimmt das? Also erstmal herzliches Grüß Gott hier. Ich muss eines einmal sagen. Ihr seid alle ein bisschen wahnsinnig, aber nur im positiven Sinne, das finde ich absolut klasse. Wer da weiß, muss ich hier was sagen, wir haben es auch das Leben, Christian und ich nicht spannender machen wollen, sondern es war eigentlich nicht geplant. Wir haben eigentlich gedacht, wir können den WM-Titel vielleicht im Auslandsleben schon dicht machen, gerade im Auslandsleben bei den Fans zu Hause. Aber ich glaube, wir haben im Prinzip eine ganz gute Show abgezogen. Und der WM-Titel war dann doch da und heute sind wir alle absolut glücklich drüber.